Unter den Einstellungen, in den Grundeinstellungen, findest du hier dieses Fenster Benachrichtigungen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn der Office Butler schickt dir entsprechende Benachrichtigungen entweder per E-Mail zu oder und auch hier über die Notification Bar. Und das kannst du dir hier eben einstellen. Hier gibt es zwei Bereiche, zum einen die E-Mail-Adresse, wo du ein oder mehrere E-Mail-Adressen hinterlegen kannst und hier kannst du einstellen, welche Benachrichtigungen du per E-Mail und welche du per Notification Bar hier oben bekommen möchtest. Das heißt, hier kannst du deine E-Mail-Adressen angeben, zum Beispiel support@frameblending.com und wenn ich mehrere E-Mail-Adressen angeben möchte, dass ich an mehrere E-Mail-Adressen gleichzeitig das bekomme, könnte ich das zum Beispiel so machen. Dann bekomme ich an support@frameblending.com und an contact@frameblending.com jeweils eine E-Mail-Benachrichtigung. Es sind immer dieselben E-Mail-Benachrichtigungen. Und hier unten kann ich dann einstellen, für was ich eigentlich benachrichtigt werden möchte und vor allem auch, wann ich dafür benachrichtigt werden möchte. Sobald eine neue Anfrage über das Kontaktformular kommt, möchte ich per E-Mail benachrichtigt werden, möchte ich per Benachrichtigung hier rechts oben benachrichtigt werden oder eben nicht. Aktuell werde ich per E-Mail und per Notification Bar benachrichtigt. Das heißt, sobald eine neue Anfrage reinkommt, bekomme ich eine E-Mail an support@frameblending.com und an contact@frameblending.com, dass ich eine neue Anfrage bekommen habe. Damit musst du nicht immer in Hochzeit.management reinschauen, denn du bekommst es zum Beispiel per E-Mail. Wenn du das nicht möchtest, einfach das Häkchen abhaken. Und dann gibt es hier noch drei weitere Dinge: Termine, To-Dos und Special Dates. Zu den Special Dates zählen Geburtstag und auch der erste Hochzeitstag. Achtung, nur der erste Hochzeitstag, nicht der zweite, dritte, vierte, fünfte. Und hier kannst du dann einstellen, erstens möchtest du, wenn du einen neuen Termin hast, zum Beispiel eine Hochzeit hast, eine Shooting-Besprechung hast, eine Familienshooting, was auch immer, möchtest du hier eine E-Mail-Benachrichtigung, eine Benachrichtigung oder beides eben bekommen, dann kannst du dir das hier einstellen. Und dann kannst du dir hier noch einstellen, wie viele Minuten, Stunden, Monate oder Tage zuvor möchtest du daran erinnert werden. Ich habe es einfach für Testzwecken so eingestellt, dass ich eine Minute vor dem Termin benachrichtigt werde. Wenn der Termin um 15 Uhr wäre, bekomme ich um 14.59 Uhr eine Benachrichtigung hier oben, dass ich gleich einen Termin habe. Jetzt würde ich auch noch eine E-Mail-Benachrichtigung eine Minute vorher bekommen. Und das kannst du dir auch mit den To-Dos erstellen, wenn ein To-Do fällig ist, wenn eben das Fälligkeitsdatum heute um 16 Uhr wäre, dann würde ich heute um 15.59 Uhr eine Erinnerung auf der Notification Bar bekommen, dass ich ein To-Do habe, was ich bis 16 Uhr erledigen muss. Und mit den Special Dates ist genauso. Da kannst du zum Beispiel sagen, okay, du möchtest 14 Tage bevor der erste Hochzeitstag ist oder bevor der Geburtstag ist, per E-Mail benachrichtigt werden, aber eben nicht über die Notification Bar. Anschließend hier noch auf Speichern klicken und dann ist das alles gespeichert und dann funktioniert diese Benachrichtigung so, wie du es dir eingestellt hast. Wie immer, wenn du da irgendwelche Fragen hast, nütze gerne den Chat hier unten rechts, dann kannst du mit dem Support-Team direkt Kontakt aufnehmen und wir werden dir rasch helfen.